Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und ich melde mich hier aus dem sonnigen Maui aus Hawaii. Sind jetzt seit 2 Tagen hier, ich und Patrick, und es war ein ziemlicher spontaner Trip. Wir wollten eigentlich zuerst direkt nach San Diego fahren und durch diverse Umstände hat sich dann so ergeben, dass es mit dem Wohnungssuchen oder mit der Wohnungsfindung nicht so geklappt hat. Deshalb haben wir uns spontan für einen Trip hierhin entschieden. Wir sind sozusagen dem Vibe gefolgt. Wir haben die Zeichen wahrgenommen, weil wenn man 3-mal eine Wohnung findet und sie nicht bekommt in Folge, dann hat das für mich sowas wie einen tieferen Sinn. Das heißt, irgendwas wollte einfach nicht, dass wir nach San Diego gehen, und deshalb sind wir jetzt hier. Aber der Grund dieses Videos ist ein ganz anderer. Ich bin jetzt seit 2 Tagen hier und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, wer im Allgemeinen meine Videos kennt, der weiß, dass ich so ein Typ bin mit sehr krassen Schwankungen, und damit meine ich vor allem auch emotional, aber auch im Sinne von, ja, wie ich meine Videos produziere, wie ich meine Videos rüberbringe. Also je nachdem, in welcher Laune ich bin, kommen die Videos dann für einige zum Teil sehr, sehr, sehr arrogant rüber. Und das selber entnehme ich ja immer aus den Kommentaren. Also ich sehe dann immer wieder Leute, die sagen, ich hätte mich verändert anhand eines Videos, anhand mehreren Videos, anhand von diversen Vlogs jetzt hier in den Staaten. Andere Leute sagen, ja, Mischa, das Video fand ich jetzt nicht so spannend. Oder eben, dann bekomme ich dann wieder plötzlich sehr, sehr geile Resonanz. Ich meine, wenn ich so an das Video denke, das ich damals gemacht habe, nach der FIBO, Started from the Bottom. Wer es nicht kennt, kann das hier mal auschecken. Der sieht einfach, dass ich so ein Typ bin. Ich verstelle mich nicht, versteht ihr? Ich bin eigentlich, wenn ich angepisst bin, wenn mich etwas stört, dann merken das meistens sogar meine Subscriber, habe ich mittlerweile gemerkt. Und das bringt mich auch wieder mal zu diesem Punkt zu sagen, dass wirklich YouTube mein Spiegel ist zur Selbstreflexion. Versteht ihr? Das ist ein Mittel, das ich nutze, mich selber zu reflektieren. Ich werde mit jeder Woche, wo ich dieses YouTube-Game hier mit euch durchziehe, durch euch auch schlauer. Und das sogar durch meine Hater. Oder sagen wir, vor allem durch Kritiker, die ich jetzt nicht als Hater bezeichne, aber auch auch von Hatern, weil auch Haters haben ihre Berechtigung, haben ihren Berechtigungssinn, ihr Berechtigungsdasein. Und um das möchte ich jetzt dieses Thema auch so ein bisschen widmen. Heute ist übrigens das Video von Mick Weigel erschienen, wo er die ganze WM-Thematik nochmal aufgreift. Dazu hat Karl dann auch direkt ein Video gemacht. Ich habe mir jetzt gerade beide Videos reingezogen und muss sagen, dass es einfach 2-mal absolut, absolut Sinn gemacht hat. Also besonders das Video von Mick in Bezug auf die ganze Thematik, sehr, sehr objektiv. Also er sagt ja nicht nur Pro-Sachen für WM, aber er hat es jetzt einfach mal geschafft, als erster YouTuber die Sache mal wirklich objektiv zu vermitteln, auch zu betrachten, emotionslos, wie er selber sagt. Und das finde ich absolut genial, und das ist auch der Mick, den ich persönlich kenne, den ich so eingeschätzt habe. Das war auch der Grund, wieso ich damals gesagt habe, ich möchte den Booster mit keinem anderen machen als mit Mick Weigel. Das war mein Wunsch, Leute. Ich habe damals gesagt zu Karl, zu Ralf, zu Patrick, wenn wir das Booster-Thema angehen, dann machen wir es mit dem One and Only, mit dem Mick Weigel. Und in diesem Belang bin ich absolut nicht enttäuscht worden. Der Booster wird bald vorbestellbar sein. Im Allgemeinen kann ich euch empfehlen, mal den Mix Body Shop abzuchecken. Ich werde jetzt in Zukunft natürlich mehr vermehrt mit ihm zusammenarbeiten, aufgrund der Produktion unseres eigenen Boosters. Aber auch sonst, weil er die Produkte unterstützt, von denen ich selber auch sehr viel halte. Er hat außerdem auch MyProtein im Sortiment. Und was ich auch ganz geil finde, ist, dass er einer der wenigen Online-Shops in Deutschland ist, der auch per Rechnung verschickt. Also checkt auf jeden Fall mal Mick Body Shop aus. Der Link ist auch in der Beschreibung. Ihr habt auch einen 10%-Code, den ich mit Mick ausgehandelt habe, für seine TNT-Produkte, die für absolute Qualität zum absolut fairen Preis stehen. Und mir war das einfach damals wichtig. Und durch das Video jetzt hat mir Mick, wie gesagt, seine Objektivität bewiesen. Er hat sowohl die Schattenseiten oder sagen wir mal die Negativseiten von WM aufgezeigt,
als auch die positiven Aspekte, hat das sehr gut erläutert, wobei man im Business-Teil noch ein bisschen mehr drauf eingehen hätte können, wie das denn genau aussieht für Leute, die jetzt eben nicht damit Geld machen wollen, für Leute, die das Produkt nur konsumieren wollen, aber dazu wird sowieso bald mehr folgen. Karl hat ja wie gesagt auch direkt ein Video danach gemacht, das ich euch auch unbedingt empfehle zu schauen, und zwar einfach mal aus dem Grund, damit ihr mal seht, wie Karl ist als Mensch. In diesem Video kommt Karl so rüber, wie ich ihn kenne, wenn ich mit ihm rede, versteht ihr? Ich selber reflektiere ja nicht nur mich, ich reflektiere auch andere YouTuber. Und mir ist einfach in der Vergangenheit aufgefallen, dass sehr, sehr viele Leute sich vor der Kamera verstellen, versteht ihr? Und das ist auch der Grund, wieso es bei einigen nicht so funktioniert. Die Authentizität, Leute, die Authentizität ist das, was es ausmacht auf YouTube. So wie ihr seid, auch vor der Kamera sein. Das ist der Grund, wieso der Patrick so verdammt schnell erfolgreich war, wieso der Karl so erfolgreich ist und der erfolgreichste YouTuber im deutschsprachigen Raum ist, wieso auch ich immer wieder Props bekomme. Und das ist der Grund, wieso andere YouTuber dann eben nicht wirklich Erfolg haben, weil sie sich vor der Kamera verstellen und man merkt das. Es ist dieses Synthetische und das ist der Grund, wieso ich euch einfach mal empfehle, das Video von Karl zu sehen und dann legt ihr mal wirklich eure Hand hier aufs Herz und sagt mir, ob ihr noch glaubt, dass dieser Mensch ein Abzocker ist oder dass ich ein Abzocker bin, weil seine Worte sprechen für meine, deswegen werde ich jetzt ganz bestimmt nicht sein Video nochmal neu aufrappeln. Wen es interessiert, der darf mir das gerne hier unten danach in die Kommentare schreiben und ich möchte jetzt hier in diesem Video nochmal auf das genaue Thema eingehen, weil ich sehr, sehr, sehr viele Kritik geerntet habe in letzter Zeit und mir viele Leute jetzt auch geschrieben haben, Misha, wie gehst du momentan damit um? Und im Allgemeinen auch Leute, die mir schreiben, ja, aber was geht denn eigentlich ab? Weil ich habe gemerkt, dass die Thematik, die momentan entstanden ist, für viele gar nicht nachvollziehbar ist, weil viele haben den Shitstorm gar nicht wirklich mitbekommen. Deshalb möchte ich hier nochmal jetzt, mal abgesehen von dem ganzen Wemmer-Thema, einfach meinen Standpunkt nennen und was mir wirklich wichtig ist bei meinen Videos, damit ihr auch mal eine Idee habt, wieso ich die ganze Sache immer noch mache und wieso es mir immer noch Spaß macht. Und zwar hat das Ganze, ich sage jetzt mal, das Ganze für mich einen tieferen Sinn, nämlich die Selbstreflexion und automatisch, dadurch, dass ich jetzt hier auch wieder sitze, in die Kamera spreche, und danach weiß, dass auch wirklich gutes Feedback kommt, versteht ihr? Nicht nur Scheiß, sondern auch wirklich Leute, die mir nicht nur unter den YouTube einen Kommentar schreiben, sondern mich auch noch privat anschreiben, auf Facebook anschreiben, mir, wenn sie mich persönlich treffen, ihre Geschichte erzählen, wie ich ihr Leben verändert habe. Und Leute, glaubt es mir, wenn es was ist, das wirklich schön ist, was wirklich schön ist im Leben, dass das Leben wertvoller macht, dann ist es Leuten zu helfen und das am eigenen Körper zu spüren und diese Leute zu sehen, diese Leute zu hören, von diesen Leuten zu lesen. Wenn ich zum Teil hier Mails lese von Leuten, die mir wirklich, wirklich, wirklich extrem, extrem ausführliche Texte schreiben, ich rede hier nicht von eine Nachricht von 20 Zeilen, ich rede hier von 400 Zeilen, versteht ihr? Wirklich eine komplette Lebensgeschichte schon fast aufrannen und sie mir dann am Schluss sagen, dass ich der Grund war, dass sie ihr Leben, dass ihr Leben sich durch mich positiv verändert hat. Leute, da kann ich ganz ehrlich sagen, sogar wenn ich nur noch Dislikes unter meinen Videos bekomme, sogar wenn ich 1000 Dislikes unter meinen Videos bekommen würde, schon nur wenn ich eine solche Mail lese, dann weiß ich, wieso ich diese verdammte Scheiße hier mache. Abgesehen von den finanziellen Erfolgen, die ich dazu natürlich auch genieße. Und das streite ich auch gar nicht ab. Der Karl hat das sehr gut gesagt. Ich sage jetzt nicht, ich verdiene 100.000 im Monat, aber es geht mir gut. Und ich zeige das auch gerne. Ich zeige, dass harte Arbeit sich auszahlt. Und ich möchte damit nicht mich selber profilieren oder zeigen, dass ich der Beste bin, sondern ich möchte einfach meine Freude weitergeben, wie ich auch meine Tipps an euch weitergebe, wie ich auch meine negativen Erfahrungen an euch weitergebe. Wenn ich abgefuckt bin, dann merkt ihr ja das. Ihr merkt das. Ich bin ja wirklich nicht der Typ, der immer happy ist. Ich kann auch wirklich mal sagen, mir geht's schlecht. Ich fühle mich jetzt hier in den USA nicht ausgeglichen. Ich habe ein bisschen Mühe, mich hier
hier abzuschalten. Also ihr werdet dann noch Videos sehen. Wie gesagt, ich mache die Vlogs hier ganz intuitiv. Ich plane die Kamera nicht jeden Tag mitzunehmen. Manchmal habe ich sie dabei, manchmal nicht. Das passiert immer hier aus meinem Herzen. Und wer mir das nicht glaubt, der muss es mir nicht glauben, aber der möchte doch einfach in Zukunft doch bitte meinen Kanal deabonnieren und in Zukunft einfach andere Videos schauen. Denn so einfach ist es. Ich selber schaue mir Videos prinzipiell nicht an, die mich nicht interessieren, wenn ich im Titel was lese oder im Allgemeinen weiß, dass die Person mir persönlich nicht zuspricht. Das heißt, für mich ist dieses ganze Gehate momentan auch nicht einfach, weil zum Teil schmerzt es mich, weil ich sehe, dass meine Leute, meine Befürworter verunsichert werden. Versteht ihr? Das ist das, was mich stresst. Mich stresst nicht, dass ich 300 Dislikes unter einem Video bekomme. Das stresst mich überhaupt nicht, weil das sind 300 Leute, mit denen würde ich im Real Life ja gar nichts zu tun haben wollen. Ich sehe das immer so. Leute, die nicht auf einer Linie mit dir sind, das könnt ihr auf euch übertragen, denen müsst ihr es nicht recht machen, weil es hat keinen Sinn, weil diese Leute haben eine andere Frequenz. Das ist wie gewisse Leute sich nicht riechen können. Ihr habt sicher auch schon mal so Typen gesehen und vielleicht gehöre ich dazu, vielleicht schaust du das Video jetzt aus Trotz, weil du mir jetzt ein Dislike geben willst und du weißt, dass wenn du meine Videos schaust, dass du ein Problem mit mir hast. Ich kenne das. Ich habe auch Leute, die kann ich nicht riechen. Auf Anhieb nicht. Sogar sehr viele Leute. Das ist oft so. Das hat jeder. Und meistens sind das Reflexionen von schlechten Eigenschaften, die man selber hat. Das ist das, was ich herausgefunden habe. Wenn ich mir manchmal Leute dann ansehe, mit denen ich ein Problem habe, und ihre schlechten Eigenschaften versuche zu analysieren, dann merke ich dann oft, verdammt, das ist ja auch eine schlechte Eigenschaft von mir. Und genau deswegen kribbelt es dann auch so. Und man hat gewisse Leute einfach nicht gerne. Und das ist, man nennt das ein Spiegel. Das ist Leute in eurem Leben, die auftauchen als Spiegel, die eine Reflexion zu euren schlechten oder auch zu den guten Eigenschaften gehen können. Das genau gleiche gibt es auch im guten Bezug. Das heißt, Leute, die ihr seht, mit denen ihr euch total gut versteht, auf Anhieb, als würdet ihr sie schon seit Jahren kennen. Und das sind Leute, die reflektieren eure guten Eigenschaften und das zieht euch dann wiederum an. Und ich weiß gar nicht, wieso dass ich jetzt auf dieses Thema komme, das ist eigentlich wieder was komplett anderes. Aber ihr seht, bei mir fließt alles. Ich bin wirklich zu 100% inspiriert oder eben nicht inspiriert und deswegen mache ich auch nur die Videos, die ich entsprechend einfach auch fühle. Und deshalb mache ich die Videos auch weiterhin. Kostet es, was es wolle. Ich werde weiterhin meine Produkte promoten. Ich werde weiterhin meinen Lifestyle promoten. Ich werde weiterhin mein Ding durchziehen, weil das ist ja das, was mich ausmacht, versteht ihr? Ich kann mich doch nicht verstellen, nur um anderen Leuten zu gefallen. Weil das habe ich ja sonst schon nie in meinem Leben gemacht. Und selbst wenn mein finanzieller Erfolg davon abhängen würde, selbst wenn mein YouTube-Erfolg davon abhängen würde, selbst wenn ich wüsste, dass ich morgen 20.000 Subscriber weniger haben würde, was wäre ich für ein Mensch, wenn ich mich für irgendjemanden verstellen würde, der das von mir verlangt? Das bin ich nicht, Leute. Ich verstelle mich nicht. Das ist auch der Grund, wieso ich entsprechend zum Teil auch gewisse Leute halt einfach nerve oder gewisse Leute nicht mit mir klarkommen, weil ich halt einfach nicht gerne mich verstelle. Und deswegen werde ich weiterhin so machen. Ich weiß anhand der Likes jedes Mal, dass es immer noch Leute gibt, die mir vertrauen, dass es Leute gibt, die wissen, dass ich mich nicht verändert habe, beziehungsweise wenn ich Sachen lese, wisst ihr, wenn ich wirklich von Leuten lese, die mich nicht persönlich kennen, die meine Videos schauen und mir sagen, ich hätte mich verändert, dann ist es halt einfach immer wieder so. Ich selber würde mir nie anmaßen, über jemanden zu sagen, dass er sich verändert hat, wenn ich ihn nicht persönlich kennengelernt habe und ihn mindestens ein paar Jahre kenne. Weil wer bin ich, dass ich das über eine Person beurteilen kann? Wer bin ich? Und deswegen an dieser Stelle nochmal. Haters, die kommen und gehen. Haters haben sogar ihre Daseinsberechtigung. Es muss Haters geben, weil wenn es 50... Schaut mal. Man kann es versuchen, jedem recht zu machen. Man kann versuchen, der neutrale Typ zu sein im Leben. Der überall so ein bisschen dazugehört. Man kennt die Leute auch.
Und dann, wenn es heißt, was hältst du von dem, dann heißt es dann, ja, das ist, ja, der ist okay. Versteht ihr? Aber ich will nicht der Typ sein, der einfach nur okay ist. Ich will entweder der Typ sein, von dem es heißt, Mischa ist ein geiler Typ, ich mag Mischa, ich bin überzeugt von ihm, er ist legit. Oder ich will Typen haben, die sagen, nee Mann, mit dem komme ich überhaupt nicht zurecht. Entweder man hasst mich oder man liebt mich, so einfach ist es. Und ja, deswegen wird dieser Dislike-Ratio eventuell sich noch ein bisschen anhalten, weil ich werde es hier niemandem versuchen recht zu machen. Ich stehe zum Produkt Wemma, ich stehe zu allen anderen meinen Produkten, ich stehe zu allem, was ich jemals gemacht habe. Ich ändere auch nicht meine Meinung, nur weil andere das wollen. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht, das werde ich nie sein. Und damit müssen die Leute hier einfach klarkommen. Und wenn ich anfange, Leute zu bannen, wenn ich anfange, Dislikes oder Ratings zu deabonnieren unter gewissen Videos, dann mache ich das nicht, weil ich mit der Kritik nicht klarkomme, sondern nur, damit ich nicht Leute verunsichern lasse, die eventuell das lesen und dann sagen, oh shit, was geht denn hier ab? Weil es gibt immer noch Leute, die sind sehr jung und die lassen sich sehr schnell beeinflussen und das leider auch zum Negativen. Und ich persönlich versuche, so viele Leute wie möglich zu polarisieren und ihnen meinen Lifestyle zu vermitteln. Ich will, dass Leute sich gesund ernähren. Ich will, dass Leute Bio kaufen, beziehungsweise, dass sie sich von den regionalen Bauern ernähren. Ich habe das mittlerweile seit einem Jahr, sage ich das in jedem verdammten Einkaufslog, dass ich meine Produkte regional beziehe in der Schweiz, dass ich schaue, dass ich gute Nahrung zu mir nehme. Und trotzdem gibt es Leute, die das anpisst, dass ich das sage. Und wieso? Vielleicht, weil sie es sich nicht leisten wollen oder nicht leisten können oder weil sie denken, ich stelle mich damit über sie. Nein, ich stelle mich damit über niemanden. Ich verstehe es sogar, wenn Leute sich zum Beispiel keine Freilandeier kaufen können, weil sie das Geld nicht dazu haben. Aber ich selber kann doch nicht sagen, kauft euch Freilandeier, nur weil ich weiß, dass es Leute gibt, die sich das nicht leisten können. Das wäre ja falsch, weil ich selber weiß ja, dass Freilandeier oder das Bio-Geflügel, regionales Gemüse, dass das gut ist. Wieso sollte ich dann also sagen, dass es nicht so ist, nur um mehr Leuten ihre Bestätigung zu geben? Dann bin ich lieber dieses Arschloch oder dieser Buhmann, der sagt, Leute, versucht bitte euer Geld für gesundes Essen auszugeben oder eben auch für ein Produkt wie Wemma auszugeben, als für irgendeinen Rotz. Ich kann es nicht. Ich kann mich nicht verstellen. Ich kann nicht mehr Sympathie erzeugen für etwas, das ich nicht dahinter stehen kann. Das bin ich. Das heißt, ich werde in Zukunft weiterhin genauso weiterfahren wie bisher. Und die ganze Sache wird sich legen oder vielleicht auch nicht. An dieser Stelle nochmal zur Aufklärung für alle, die es nicht mitbekommen haben. Aufgrund eines neuen Nahrungsergänzungsmittels, beziehungsweise es ist nicht neu, aber es wird von uns neu promotet, dass wir in den letzten Monaten alle zusammen getestet haben, hat es gewisse Leute gegeben, die aufgrund des Marketingkonzepts oder aufgrund der Tatsache, dass sie sich verarscht geworden gefühlt haben, in Bezug auf Wemma, haben gewisse Leute einfach das Ganze negativ in den falschen Hals bekommen. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass gewisse YouTuber Videos gemacht haben. Und die Videos haben dann logischerweise nochmal polarisiert und haben dazu geführt, dass dann unter unseren Videos entsprechend diese Dislikes entstanden sind. Das heißt, man hat sozusagen die breite Masse, es gibt so ein geiles Wort, aber es fällt mir gerade nicht ein, so ein mittelalterliches Wort. Man hat den, vielleicht fällt es mir später noch ein. Auf jeden Fall hat man einfach ein Drama draus gemacht, aus einem ganz einfachen Affiliate, wie es die meisten machen. Und deswegen gibt es jetzt halt ein paar Dislikes unter jedem Video von Leuten, die meinen, sie müssen hier Weltverbesserer spielen. Und im Allgemeinen finde ich es auch immer wieder geil, wenn ich so lese unter den Kommentaren dann, ja, die waren mutig, die haben euch gezeigt, was abgeht. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man jetzt momentan Anti-Wemma-Video macht, ist man dann mutig oder ist man dann eigentlich eher der Typ, der mit dem Strom schwimmt? Weil 90% der Videos, die ich gesehen habe, sind Anti-Wemma. Das heißt, wenn man eigentlich jetzt noch ein Anti-Wemma-Video macht, dann ist man eigentlich alles andere als mutig. Dann ist man eigentlich der Typ, der einfach nochmal schnell ein bisschen was von den Klicks abhaben will. Das ist meine persönliche Meinung. Und wenn man dann noch anfängt, den Experten zu spielen und aus einem 3 Jahre alten BSA-Ordner vorzulesen oder da meint, mit irgendwelchen Anspielungen seine eigenen Unsicherheiten zu kompensieren,
oder? Also, ich weiß nicht. Das ist meine persönliche Meinung, aber auch da kann ich mich natürlich ehren. Ich kenne ja die Person nicht persönlich, beziehungsweise wenn ich sie persönlich kenne, dann bin ich so ein Typ, der meistens Hallo sagt und Ciao, weil ich direkt merke, ah, da tastet's, da kommt eben wieder dieses gefällt mir nicht, kommt wieder diese Antipathie auf. Und ja, der Pöbel, das habe ich gemeint, der Pöbel wird aufgehitzt, sich gegen irgendetwas negativ zu, der Pöbel, das war das Wort, das ich gesucht habe. Auf jeden Fall zurück zum Thema, ja, YouTube, Leute, ob ihr es hören wollt oder nicht, ist ein Business geworden. Ich selber habe es ja auch jetzt wieder mal richtig gemerkt. YouTube ist ein verdammtes Business geworden. Jeder versucht, Klicks zu ziehen, jeder versucht, möglichst was aus einem Drama, noch ein größeres Drama zu machen, damit die ganze Sache womöglich noch ein bisschen, ja, was in seine Richtung bringt, noch ein bisschen mehr Klicks, noch ein bisschen mehr Abos, noch ein bisschen mehr Affiliate-Klicks oder was auch immer. Also YouTube ist ein verdammtes Business geworden, das habe ich so gemerkt. Und ich muss an dieser Stelle Karl auch nochmal zitieren. YouTube ist ein kleines Einkommensfeld von mir. Ich selber habe mich schon lange, sag's jetzt mal, auf andere Gebiete fokussiert auch, weil ich finde, dass man sich nicht nur auf eine Karte verlassen sollte. Also wer wirklich vorhat, mit YouTube reich zu werden, es gibt auch jetzt immer wieder die jungen Leute, die sagen, ja, Mischa, ich will jetzt dann auch mit YouTube anfangen. Macht YouTube nicht, weil ihr denkt, ihr werdet reich damit oder ihr werdet der nächste KLS. Das wird nicht passieren, das garantiere ich euch. Macht YouTube, weil es euch Spaß macht. Das ist der Grund, wieso ich YouTube immer noch mache. YouTube hat für mich die Position, dass ich mich selber verwirklichen kann. Ich kann mein Wissen, meine Gedanken, alles, was ich denke, kann ich weitergeben und bekomme damit wieder Feedback, was mir hilft, meine Person auch wieder zu verbessern. Ich habe auch schon Bücher empfohlen bekommen von meinen Fans und ich habe, wie gesagt, immer wieder richtig geiles Feedback bekommen von Leuten, die ja, ihr Leben verändert haben, von Leuten, an der Fieber sind Leute zu mir gekommen, das habe ich auch schon gesagt, die haben Tränen in den Augen gehabt, als sie mit mir geredet haben und so ein Gefühl, das kann man nicht vergleichen mit keinem Geld der Welt, versteht ihr? Das heißt für mich eigentlich, dass wenn ich 80 bin und gewisse Leute vielleicht meine Videos geschaut haben, wo 20 Jahre jünger sind als ich, also das heißt, wenn ich sozusagen schon tot bin, gibt es vielleicht immer noch Leute auf diesem Planeten, die sagen werden, als ich jung war, hat mir Mischa, Jan jetzt damals, geholfen, mein Leben in den Griff zu bekommen, mein Leben zu verbessern, mein Leben lebenswerter zu machen. Und das, Leute, Mann, das ist das schönste Gefühl auf Erden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und genau deswegen solltet ihr YouTube machen, wenn ihr es machen wollt, weil ihr euch wohl vor der Kamera fühlt, weil ihr gerne zu einer Audienz sprecht, weil ihr gerne die Person seid, die, ja, die auch gefeiert wird, versteht ihr? Auch das hat Karl gesagt. Ich selber bin stolz darauf, hier in Maui zu sein jetzt. Ich habe mir das erarbeitet und ich habe auch gar kein Problem, ja, dazu zu stehen, dass ich mit dem Geld, das ich verdiene, mir meinen Lebenstraum erfülle. Versteht ihr? Ihr solltet es genauso machen. Ich sage nicht, ihr müsst nach Maui kommen. Nicht jeder will nach Maui kommen. Ich wusste selber nicht, wie Maui ist, bis ich es selbst erlebt habe. Aber vielleicht habt ihr Bock, euch irgendwann eine geile Uhr zu kaufen. Vielleicht wollt ihr ein Gym bauen in Afrika. Irgendwann. Vielleicht ist das euer Wunsch. Es gibt Leute, die sind so selbstlos, dass sie ihr finanzielles Einkommen für andere ausgeben. Und das macht ihnen Freude. Bei mir ist es jetzt nicht das finanzielle Einkommen, das ich für alle anderen ausgebe. Also ich schenke jetzt nicht jedem ein iPad oder so, nur weil ich Geld verdiene. Ich gebe mein Geld gerne für gute Sachen aus. Ich unterstütze gute Firmen, ich unterstütze gute Projekte. Ich spende gerne Geld für Sachen, die ich dann auch sehe, dass sie wirklich umgesetzt werden. Und das macht mir Freude, Leute. So gebe ich mein Geld aus. Und ich bin der Letzte, der sich da irgendwie profilieren muss mit meinem finanziellen Erfolg. Aber ich selber bin auch wie jeder andere Mensch. Und das, Leute, das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Jeder Mensch auf diesem Planeten will eine gewisse Wertschätzung. Jeder Mensch auf diesem Planeten möchte wertgeschätzt werden. Wertschätzung ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und wenn man das nicht bekommt, wenn man das als Mensch lange Zeit nicht bekommt, dann fuckt einem das richtig krass ab. Und mit Wertschätzung meine ich, das kann alles Mögliche sein. Sagt eurer Mutter mal wieder, was sie für eine liebe Person ist, dass sie gut kocht
oder eurer Ehefrau. Sagt Leuten, die euch wirklich viel bedeuten, sagt ihnen das mal, umarmt sie mal, zeigt ihnen, dass ihr sie wertschätzt. Ich selber habe das deswegen mit YouTube angefangen. Ich habe meine Transformation gepostet. Ich habe Bestätigung bekommen, dass ich einen guten Körper aufgebaut habe, dass meine Leistung sich ausgezahlt hat. Und das hat mich motiviert, weiterzumachen. Ich wurde wertgeschätzt für meinen Körper, irgendwann für meinen Charakter und für das, was ich zu vermitteln haben. Und mittlerweile werde ich wertgeschätzt für Sachen, die ich in Leuten verändert habe. Durch meine Message. Und das ist der Grund, Leute, wieso ich so lange mit YouTube weitermachen werde, wie es nur geht. Wie es mir Spaß macht, wie ich Freude an der Sache habe. Wie ich einfach nur glücklich sein kann. Glücklichkeit. Was ist Glücklichkeit? Das ist die letzte Frage für dieses Video, Leute. Beantwortet mir mal diese Frage. Was muss passieren, dass ihr zu 100% glücklich seid in eurem Leben, wenn ihr es nicht bereit seid? Die Frage habe ich mit Patrick letztes Mal am Strand sehr, sehr, sehr lange diskutiert. Er sagt, er ist absolut glücklich. Er ist glücklich und trotzdem macht er ja immer noch mehr. Er will also irgendwie immer noch mehr. Aber wie kann man denn Glücklichkeit noch steigern? Und deshalb die Frage, und wer mir das beantworten kann hier, der wird richtig hart belohnt, das sage ich euch. Beantwortet mir die Frage, was müsste bei euch passieren, damit ihr zu 100% glücklich sein könnt? Was ist Glücklichkeit? Sehr esoterisches Thema. Ich bin da, wie gesagt, noch am Bücherlesen wie Die Kraft der Gegenwart. Das sind alles so Sachen, die ich momentan mit mir noch verarbeiten muss. Ich bin jetzt seit 8 Wochen unterwegs, Leute. Das ist auch ein Grund, wieso die Videos vielleicht qualitativ ein bisschen mangeln. Ich bin seit 8 Wochen mit Patrick jetzt durch die Welt gereist, beziehungsweise durch Amerika. Und die Eindrücke, die stapeln sich, versteht ihr? Ich bin immer noch bei New York, ich bin immer noch bei Miami, Vegas. Es sind so viele Sachen passiert, so viele Eindrücke, die zuerst mal verarbeitet werden müssen. Und diese Verarbeitung, die geschieht hier in den Ferien, praktisch nicht. Das ist sehr schwer, sich hier alles wieder zu verarbeiten, weil so viel passiert. Das ist wie, wenn sich zu viele Downloads anstauen. Dann wird die Download-Geschwindigkeit insgesamt wird langsamer. Wenn ihr 10 Filme gleichzeitig runterladet, dann werden die alle langsamer. Das heißt, es geht dann viel länger, bis es alles verarbeitet ist. Und so geht es mir momentan. Das ist auch der Grund, wieso meine Vlogs vielleicht zum Teil ein bisschen monoton werden. Aber ja, die Vlogs werden weiterhin kommen. Und ich hoffe, dass auch bald die ersten Trainingsvideos kommen können. Und im Allgemeinen, Leute, danke ich euch wieder mal, dass ihr jetzt euch wieder mal mein, wie sagt man, ja, das, was ich jetzt gerade hier versucht habe zu vermitteln, mal wieder angehört habt. Und ihr merkt, Maui tut mir gut, ich bin total gechillt, ich bin total relaxed. Patrick ist gerade im Training, der sollte jetzt dann wiederkommen. Der hat noch ein bisschen Beinchen gemacht, die habe ich gestern schon gemacht. Und gebt mir Feedback. Es ist jetzt sehr, sehr viel, was ich hier erzählt habe. Ich habe auch wieder nicht groß was geplant. Ich habe mir 2, 3 Stichworte angeschrieben, dass ich auf jeden Fall Karls Video nochmal erwähne und auch Mix Video, weil ich einfach finde, dass die Videos mal wieder frischen Wind in die Sache bringen. Einer hat geschrieben, dass Karls Video das beste Video zum Thema Wemmer war und dass unsere Videos, mein Video bis jetzt, meine Videos, die ich rausgebracht habe, scheiße waren. Und irgendwo hat er sogar recht, weil ich habe eigentlich Statt die Barriere mal zu durchbrechen und mal zu sagen, was Sache ist, habe ich eigentlich immer nur versucht, mich um die negativen Leute zu kümmern, denen es recht zu machen, statt mich auf die positiven Leute zu fokussieren. Denn das ist auch sowas. Was bringt es mir? Ich kann meine ganze Kraft den ganzen Tag versuchen, mich Leuten, die mich nicht mögen, dass mich die mögen irgendwie, das noch zu schaffen. Oder ich kann einfach mit den Leuten, die mich mögen, weitermachen und weiterhin, ja, erfolgreich werden, mich mit diesen Leuten auf ein neues Level bringen. Und das werde ich jetzt in Zukunft wieder machen. Da habe ich jetzt meine Selbstreflexion bekommen durch diese Kommentare, durch ein paar Leute, die mich auch noch privat angeschrieben haben. Und deswegen, ja, macht weiter mit euren Träumen. Werdet glücklich, seid glücklich, versucht die Glücklichkeit zu ergründen, versucht sie zu visualisieren, versucht eure Augen zu schließen. Und ihr werdet sehen, euer Leben wird so viel besser, Leute. Euer Leben wird so viel besser. Wenn ihr mit dieser Attitüde durchs Leben lauft, dann werden Leute auf euch zukommen und Leute spüren sofort, was ihr für einen Gemütszustand habt. Und wenn ihr jetzt diesem Video hier ein Dislike gegeben habt und danach über mich ablästert, dann habt ihr automatisch schon einen Negativpol in euch drin. Das heißt,
Wenn ihr mit der Message des Videos nicht einverstanden seid, dann schreibt es in die Kommentare und wir machen eine Diskussion raus. Wie erwachsene Menschen. That's it. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Und an dieser Stelle, ja, nochmal vielen Dank für den Support an alle Leute, die weiterhin an mich glauben, für alle Leute, die weiterhin dabei sind. Und morgen geht es dann wieder weiter mit Vlogs. Ihr müsst noch ein paar langweilige Vlogs durchstehen von mir. Ich hoffe, ihr schafft das. Und für die Leute, die es nicht langweilig finden, umso besser. Vielen Dank fürs Zuhören. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Peace out.